richtiges Weidmannsheil, der erste Jagdtag, ist aber allerdings schon der 8. Und mehr nervös wie ich ist der Kollege da. Und ich habe gesagt, wir gehen mal jagen, aber war schon ganz aus, gell? Ja, wir gehen mal auf die Horben. Heute und mit dem Skoda, Pickup ist gerade in Verwendung. Auf jeden Fall, so, gehen wir entgegen. Ah ja, Kollege, fahrt in die falsche Richtung. Nein, Hochwild hat sich jetzt daheim bei uns eingestellt gehabt, die letzten paar Tage. Einer vor aufgehender Schusszeit, waren aber allerdings alles Harderte, alles Hirschen. Und jetzt haben sie sich umgestellt und wir werden mal schauen. Vielleicht ist ja, bei Kohlwild haben wir auch mal ein paar Tage vorher auch gesehen. Vielleicht sind sie auch viel weiter gezogen, wissen wir nicht. Jetzt ist es oben schön ruhig und grün auch waren. Es ist oben anständig saftig. Es regnet jeden Tag ein bisschen, nicht viel, aber es wächst gut. Also, ich werde jetzt die nächsten paar Tage, wenn wir die Woche sehen, haben, fangen wir mal an beim Markus. Und dann werden wir sehen, vom Sedieren auch wieder was sehen. Ja? Okay, jetzt heißt es jagen gehen. Ja, komm. Jagen gehen. Ja. Ja, der ist 102 mit. Ja, ist ja wurscht, mit 1000% wahrscheinlich ist der jetzt schon beim Jagen. Der ist schon wieder voll da. Garko, schon voll da beim Jagen. Jager! Ich weiß nicht, ob das du sehen kannst. Den Bock, der ist mir jetzt schon aufgefallen, ich schwinge auf hohe Taschen. Der hat auf dem linken Lauscher einen Riss. Ist ein guter Bock, ganz ein korbiger. Dem wenn wir uns, da wird jetzt so 2 Jahre alt sein, dem werden wir uns ein Blauf gehalten. Aus dem Grund, nicht weil ich was aufgehalten will, sondern einfach schauen, wie sich entwickelt, weil es ein markanter Bock ist, weil auf dem linken Lauscher komplett eingerissen ist. Den werden wir uns länger anschauen. Ich glaube 6, wo ich bin. Akku, wo bist du? Brav, gell. Ey, der ist gut. Masse auch gute. Für uns da, ohne Fütterung. Schaut ja gut aus. Bist du neu? Ja. Ah, der hat 3 Jahre. Okay, der hat 2 Jahre. Ist vielleicht zu wenig. Aber könnte sein, dass er 3 ist. Wildbret ist auch nicht so schlecht. Guter Bock. Jetzt muss ich mit dem Handy probieren, ein Foto machen für den Schwiegervater. Wir hatten letztens auch gesehen. War interessant vielleicht. Vielleicht mache ich mit dem Handy auch noch ein Foto. So, ich weiß nicht, ob das da sehen kannst. Da vorne ist der Hochsitz. Auf der Wecke, wo oben ist ein Dachs. Vor uns, und also vor mir und etwas dahinter ist ein Reibock. So, Firmalachs, bei der da werden. Den los, machen wir in der Ruhe. Akkuscha. So damit beschäftigt, Regen, wir haben es ja weggeklappt. Wir haben dort nicht mehr eine Erde helfen gehabt, die Tag. So, da kann man schon schauen. Ich habe da jetzt gerade runtergeschossen, vom Haus weg. Da haben wir unser altes Haus. Und da haben wir runtergeschossen. Gut 170 Meter. Aber gut gezeichnet. Jetzt gehen wir mit Akku nachschauen, es ist im Wald reingeflüchtet. Es ist
ca. 15 Meter neben uns angestanden und wird wahrscheinlich noch einen Schuss noch, müssen wir mal hinhauen. Aber wir müssen jetzt schauen gehen. Und jetzt weiß ich, wir werden mal gleich schauen gehen und auch das Auto erst tun. Sonst werden wir nicht fertig. So, ich weiß nicht, ob das, das du sehen kannst, aber Schnitt haben wir schon einmal da, ein paar Buschen. Das ist halt jetzt die Winterrecken, das ist ganz klar. Gell. Der Akku hat die Fährten schon aufgenommen. Mehr hat nichts mehr, ich glaube. Aber jetzt haben. So, ich gehe mal nachschauen. So, Akku, wo ist das Rehlein? Such, 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 such. Wo ist das Rehlein? Wo ist das Rehlein? Such, such, such. So, der Akku, den habe ich ohne Leine vorgeschickt. Jawohl. Jawohl. War eine lange Nachsuche, Akku. Hm? War lang. Ja, 40 Meter. Ohne Hund war es nicht zu finden gewesen. Brav ist er. Ja, brav ist er, Herr Akku. Weltmanns Heil. Weltmanns Heil, Herr Akku. Brav ist er. Hör auf da. Unser Schuss ist keiner. Aber, ja. Das Quamm sind da durchaus. Ja, Weltmanns Heil, Herr Akku. Ja, einiges. Schmalgeiß, sehr mager. Ja, es ist noch früher. Aber es hilft nichts, gell? Komm, wir müssen schießen, wir müssen. Sehr brav ist er. Brav ist er. Brav ist er. Okay, es ist so viel dann schräg gestanden. Ja, macht nichts, das passt schon. Das passt schon, das ist schon kein schlechter Schuss nicht. Bei uns ist noch zuschaut aus. Ein bisschen hinterm Bladl. Das passt. Ein Schuss passt gut. Akku, so. Sehr brav war der Akku. Morgen kriegst du wieder ihn rein. So, jetzt hast du Rückwanderung antreten. So. Da sieht man einen Schuss. Eben, zwei, drei Finger hinterm Bladl. Es ist halt etwas schräg gestanden, aber wie gesagt, der Bonzen ist noch nicht oben. Das ist ein perfekter Küchenschuss. Der Trägerschuss war natürlich noch besser, aber heute mal gerade Diskussion gehabt, ob es nicht vielleicht sinnvoller ist, sogar doch aufs Blattl schießen, wenn sie ihn ausschweißen. Ja, Bruch haben wir auch schon drin. Ist ein Schmalgeiß, eine einjährige Geiß quasi. Ja, für das reicht der Yeti auch. So, oben da mit dem Fotnik. Oben da, weil du bist du einmal putzen da. Du Schlingel, du. Der Glück, dass du es auch einen Pfoten hast.